Dass Selbstreflexion wichtig ist, ist uns, glaube ich, allen bewusst. Aber ich glaube, es gibt auch einen Punkt, an dem man sagt, zu viel ist nie gut. Und das gilt natürlich auch für Selbstreflexion. Gerade wenn man eben Dinge heilen möchte, nicht loslassen kann und immer die Ursachen in der Vergangenheit sucht. Dazu hat Brustraus ein sehr spannendes Thema gemacht, und zwar Overhealing, wie zu viel Selbstreflexion schaden kann. Ich bin übrigens zurück aus Japan. Es war sehr, sehr krass. Ab September kommt hier nämlich ein neues Format. Dafür haben wir sehr viele coole geheime Aufnahmen gemacht. Teilweise auch schon Aufnahmen vor einem Jahr für dieses Format, die ich produziert habe, sind am Start. Bin sehr gespannt, was ihr sagen werdet. Falls ihr weitere Themen habt, denn ab nächste Woche fange ich auch wieder an, selbstständig Videos zu recherchieren, schreibt diese mir gerne hier auf diese E-Mail, oder auch wenn ihr sagt, hier ist eine coole Reaction und ein Thema, reagiert da gerne drauf. Gerne alles hier hinschicken, würde mich sehr freuen. Das Originalvideo ist wie immer unten in der Beschreibung. Über einen Daumen nach oben und ab würde ich mich sehr freuen, und wir gehen einmal rein. Es gibt Situationen, von denen muss man sich erstmal eine Zeit lang erholen und ein paar Dinge für sich verarbeiten. Sei es jetzt ein komischer Spruch von der besten Freundin oder aber ein Schicksalsschlag. Und wenn man dann durch seinen Feed scrollt, kann der einem schnell das Gefühl geben, dass man traumatisiert ist oder ein anderes psychisches Problem hat. Ich habe es auch letztens wieder gesehen, es machen die Leute schon teilweise sehr clever. Sie fangen an mit einem Problem, das fast jeder Mensch kennt und hat, halten dich dann mit spannenden Stories an der Stange, um am Ende zu sagen, dass man dann eventuell ein Problem hat, sei es in Beziehungen, Dating, mit dem Körper, Dinge, die man denkt, die man sagt, und dann hört man sich's an und fängt an zu, ja, nachzudenken, weswegen ich ja auch dieses Video über Narzissmus gemacht habe zum Thema Online-Diagnosen und Social Media und Leute zu diagnostizieren. Aber es wird tatsächlich auch immer cleverer. Also ich muss auch manchmal sagen, ich erwische mich dann dabei zuzuhören, zu denken, ah verdammt, es ist schon wieder so eine Masche und ich habe es mir angehört. Bei mir kommt oft an, dass es basically immer was zum Heilen gibt. Es gibt aber tatsächlich auch Fälle, wo man sagt, dass manche Leute tatsächlich durch ein paar Hinweise von Leuten aus dem Internet überhaupt erst sich Gedanken gemacht haben über gewisse Dinge. Mir wurde ja zum Beispiel gesagt, weil ich auf, ich mache ja auch Gaming auf meinem Haupt- und Zweitkanal, und da bin ich an manchen Phasen sehr unkonzentriert. Und da gab es schon so ein paar Leute, die meinten, hast du vielleicht ADS? Wo ich auch schon gedacht habe, so, das habe ich auch schon von meiner Familie oft gehört, dass sie glauben, dass ich das habe. Ich habe es jetzt nicht diagnostizieren lassen. Aber es war, glaube ich, auch mal so ein Schubser in die Richtung, wo Leute gesagt haben, könnte vielleicht sein, macht aber keinen Kopf, es stört uns nicht. Ich glaube aber, es liegt auch daran, weil ich teilweise um 5.30 Uhr aufstehe und abends, wenn ich diese Videos hochlade und streame, einfach schon sehr müde und kaputt bin. Aber es kann natürlich auch helfen, also gerade wenn es von der Community kommt, Leuten, die es eigentlich gut meinen, die einen lang beobachten. Und ich heilen muss, sonst bin ich nicht gut genug. Mein Freund und ich, wir haben uns getrennt. Oh Gott, wie geht es dir? Ich bin so traurig. Ich kann einfach... Woher genau kennst du denn dieses Gefühl? Also, was bedeutet das eigentlich und was sagt das über dich aus? Was willst du eigentlich machen, um zu heilen? Und hast du heute schon richtig geweint? Genau das. Ich habe keine Ahnung. Ich muss das erstmal für mich realisieren. Was? Du musst weinen. Wein jetzt! Ist ja auch so eine Sache, ne? Nicht jeder muss weinen. Also manche Leute, jeder verarbeitet seine Gefühle anders und das ist auch okay so. Sich selbst zu reflektieren und zu heilen kann anstrengend sein und Nerven kosten. Viele Gedanken gehen dabei drauf und dabei kann man gerne mal in die ein oder andere Gedankenspirale abrutschen. Und die Frage, die ich mir da hin und wieder stelle, ist es irgendwann auch mal genug? Erst vor kurzem hat Psychotherapeutin Dr. Gitta Jakob ihr Buch Leben geht nur vorwärts rausgebracht und diskutiert hier, wann es Zeit ist, das innere Kind in Ruhe zu lassen. Ja, da gibt es ja auch tausend Ratgeber, ne, mit das innere Kind und das muss heilen. Das ist auch wichtig, definitiv. Aber ich glaube, ich finde auch den Ansatz gut, wenn man sich damit befasst hat, zu sagen, man lässt es los und schaut nach vorne oder lebt im Jetzt. Ich versuche gerade auch sehr viel im Jetzt zu leben. Ich bin immer so eine Zukunftsplanerin gewesen und habe jetzt gemerkt, die Zukunft lässt sich nicht planen. Die Zukunft lässt sich bis zu einem gewissen Grad planen und ich glaube, es ist immer gut, vielleicht so zu wissen, wo man hin möchte, aber es kann auch immer wieder anders kommen. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich plane jetzt nicht gar nicht. Ich habe immer so meine nächsten 3 bis 5 Jahre im Voraus, wo ich sage, da möchte ich gern hin. Aber ich weiß auch, ich kann vom Weg abkommen, weil einfach Dinge passieren, Schicksalsschläge, Sonstiges. Was ist da dran? Gibt es sowas wie Overhealing, also Überheilen, oder toxisches Heilen? Darüber sprechen wir mit Psychologin Uroba und ich sag mal so, persönlicher könnte es heute kaum werden. Bin sehr gespannt. Also, let's go.
Nehmt bitte nicht TikTok als Ratgeber. Auch gerade so nochmal im Bereich Ärzte, die geben dir da Ratgeber. Und wenn ich die Leute nachrecherchiere, sehe ich, die haben halt noch nicht mal ein Medizinstudium fertig und geben schon irgendwelche Ratschläge, was sie im Internet nachgelesen haben oder sonstiges. Deswegen seid da vorsichtig. Ich hoffe, dass es bald auch ist wie in Amerika. In Amerika ist es teilweise so, dass auf YouTube die Ärzte verifiziert sein müssen. Und dann bekommen die auch so ein Zertifikat unter dem Video angezeigt. Das fände ich auch cool, wenn es das für TikTok und alles Weitere geben würde. Weil heutzutage ist jeder Coach oder Profi oder irgendwas, kannst es so schwer nachprüfen. Und teilweise kann man Leuten ja so einen Stuss erzählen. Sich selbst zu reflektieren bedeutet, sich selbst in seinem Handeln, Fühlen und Denken zu beobachten, hinterfragen, analysieren, Probleme erkennen und gegebenenfalls Veränderungen anzustreben. Ich zum Beispiel versuche mich oft zu reflektieren, wenn ich mich von anderen Menschen abgelehnt fühle, denn das passiert bei mir ultra schnell. Also da reicht manchmal einfach ein falscher Emoji oder ein Okay, das nicht enthusiastisch genug gesagt wurde. Und das war bei mir früher ganz schlimm. Früher habe ich immer versucht, das Geschriebene von Leuten irgendwelche Dinge reinzuinterpretieren. Heutzutage ist es zum Glück gar nicht mehr so, weil ich einfach dann eher auch ein Telefonat bevorzuge oder dass man einfach face-to-face spricht und über den Tag hinweg gar nicht mehr so viel schreibt. Da habe ich mich aber auch sehr geändert. Also früher war ich da wirklich, auch wenn ich in einer Beziehung war, da musste sich jede Minute geschrieben werden. Und heute ist es so, man schreibt sich einmal am Tag oder zweimal, verabredet sich und dann sieht man sich und verbringt so die Zeit miteinander. Und ich muss auch sagen, mich stört es immer mehr, wenn irgendwie das Handy in meinem Alltag, wenn ich nicht arbeite, um mich rum ist und auch meinem Gegenüber, sei es eine Freundin oder Freunde oder Familie, mich stört es mittlerweile viel mehr als früher, wenn jemand die ganze Zeit auf sein Handy glotzt und die ganze Zeit während Gesprächen da irgendwas rumfummelt und lass mal gucken und wir gucken mal im Internet. Das nervt mich echt extrem. Finde ich immer interessant, dass trotz, dass ich die Creatorin bin, viele Leute viel mehr am Handy hängen als ich, auch im Urlaub oder generell sonst auch wo. Ja, that's life. Schaut euch mehr in die echten Augen. Bevor ich dann mein Gegenüber weinend frage, ob er mich hasst oder ihm Vorwürfe mache, gehe ich erstmal in mich und versuche das Gefühl für mich einzuordnen. Ich frage mich dann immer, hat mich die Person gerade wirklich abgelehnt oder hat das was mit meiner eigenen Unsicherheit zu tun? Um in diesem Video aber nicht nur aus eigenen Erfahrungen zu sprechen, hat Psychologin Uroba das Ganze für uns mal eingeordnet. Ich finde, es ist so weit wichtig, sich selbst zu reflektieren, bis man nicht sozusagen belastet ist oder eingeschränkt ist im Alltag, dass man so sagen kann, hey, ich kann mein Leben leben, natürlich habe ich Mängel und Fehler und Defizite so, aber die belasten mich nicht mehr so arg oder schränken mich im Alltag nicht mehr ein. Um zu erkennen, was einen belastet oder stört, hilft es, sich immer wieder selbst den Spiegel vorzuhalten und zu schauen, wie geht es mir eigentlich? Das hatte ich früher auch, also gerade als ich jünger war, dass ich gedacht habe, eine Freundin, oh, die ist bestimmt sauer, die hat nur so geantwortet, was habe ich wieder falsch gemacht? Lag wahrscheinlich aber auch daran, dass sie eine sehr, sehr, sehr empfindliche Person war und ich deswegen diesen Druck verspürt habe. Aber da könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das habt, wie ihr damit umgeht, in welchen Situationen das bei euch der Fall ist und wie ihr gelernt habt, das abzulegen. Manchen hilft es, wenn sie sich bewusst Zeit dafür nehmen. Anderen tut es gut, das zum Beispiel beim Sport oder Autofahren zu machen. Was mir persönlich ganz doll hilft, wenn mich zum Beispiel bestimmte Dinge verletzen und ich sie nicht so gut einschätzen kann, ich spreche da mit Freunden darüber, um einen anderen, weniger emotionalen Blick auf die ganze Sache zu bekommen. Und manchmal hilft mir auch der ein oder andere Mental Health Tipp auf TikTok, aber da kann man auch schnell in Rabbit Holes fallen, die einem gar nicht mehr so gut tun. Mental Health Business. Auf Social Media kommt man nämlich an Mental Health Themen kaum vorbei. This is a place where I feel at home. Ob es jetzt Promis oder Influencer sind, die über ihre mentale Gesundheit sprechen oder Firmen auf den Zug aufspringen und ihre Produkte vermarkten. Einige Unternehmen branden ihre Produkte auch mit Mental Health Themen. Egal ob Duftkerzen, Yoga-Kleidung oder Affirmationskarten. Und ey, versteht mich nicht falsch, Reflexion und Heilung sind super wichtig. Und auch, dass mehr über mentale Gesundheit generell gesprochen wird, bricht einige Tabus. Viele Influencer werden dieser Verantwortung auch gerecht, erzählen über Diagnosen oder Gefühle, klären auf und können anderen damit extrem helfen. Es zeigt, dass man nicht alleine ist und es motiviert. Und trotzdem, solche Accounts ersetzen keine Therapie. Und braucht es für den Blick auf einen selbst wirklich diese eine Duftkerze? Ja, und vor allem nur, weil vielleicht eine Person wegen der Sache keine Therapie brauchte, heißt es nicht, dass du da draußen vielleicht doch eine brauchst. Jeder Mensch verarbeitet ja auch Dinge anders. Und ich bin ja auch gerade auf der Suche nach jemandem, der von der Therapie
zu mir passt, ist ja, ihr wisst ja alles, ja nicht so einfach, jemand zu finden, weil ich mir auch immer denke, das hat auch letztens eine Freundin zu mir gesagt, also ich möchte später ja vielleicht schon mal Kinder haben und ich denke mir gerade auch vor dem wichtigen Thema und auch so, ist es glaube ich gar nicht so schlecht, auch einfach mal in sich drin komplett aufzuräumen, dass man komplett ready ist und das fand ich so eine cute Aussage, wo ich dachte, stimmt, warum nicht so, warum nicht einfach mal mit jemandem reden über die Sorgen, über die Ängste, über den Druck und sonstiges und da bin ich gerade auf der Suche. Boah, ey, ich glaube, ich nehme heute mal richtig Zeit für mich. Die letzten Wochen waren krass. Ja, das klingt nach einem guten Plan. Hier hast du eine Duftkerze. Die halte ich. Gab's nicht von... Nee, das war, glaube ich, nicht. Das war irgend so eine Kerze, die nach der Mumu von irgendwem gerochen hat. Wer war das nochmal? Gwyneth Paltrow, oder? War das nicht die? Ich bin auch Psychologin, die in den Medien, in der Öffentlichkeit steht und das zum Thema macht. Aber viele, viele versuchen jetzt genau mit dem Thema, viele Promis, viele Experten, auch genau mit dem Thema Geld zu machen. Hey, kommt bei mir ins Coaching oder macht diesen einen Kurs, den ich entwickelt habe oder hört meine Podcasts. Danach seid ihr irgendwie geheilt oder danach geht es euch viel besser und das Leben schwuppt dann einfach so, ne? Nee, das finde ich nämlich auch. Also ich finde auch beispielsweise das, was ja auch jetzt bei einer Kathy Hummels immer wieder kritisiert wird und den ganzen Creatern, die dabei waren, dass mit Depressionen und Mental Health dann mit Werbepartnern irgendwie zuklatscht, ist halt immer schwierig. Ich finde gerade, es gibt, man muss nicht als Creator mit allem Geld machen. Wir verdienen genug Geld und ich finde, man muss nicht alles zu Kohle machen und muss auch mal zu Dingen Nein sagen und auch hier muss man individuell betrachten, jeder, vielleicht hilft irgendwem ein Podcast, vielleicht hilft irgendwem ein Coaching, aber das ist nicht für alle und ich finde halt gerade bei sowas dann extrem viel Profit draus machen wollen, dann zu sagen, dann seid ihr geheilt, diese Versprechung zu machen, finde ich einfach schwierig, deswegen habe ich auch damals diese Heilsteine und alles auch kritisiert, weil ich finde einfach, damit dann Geld zu machen und diese Versprechung zu machen, sehr, sehr schwierig. Oder auch diese Creatorin, die wie gesagt hat, ihre Öle retten vor Krebs und so Sachen. Es gibt immer Leute, denen es extrem beschissen geht und die einfach jeden Strohhalm greifen, um Hoffnung zu schöpfen. Und gerade die tun mir dann einfach extrem leid. Psychologin Gitta Jakob hat da eine ähnliche Meinung zu. Sie sagt, dass viele reden würden, als wären sie ihre eigenen Therapeuten und dass sie ihre psychischen Probleme in den Vordergrund rücken. Was passiert eigentlich, wenn man aus der Mental Health Bubble gar nicht mehr rauskommt? Wir haben letztens über Gym Talk gesprochen. Da haben wir gesagt, Leute, Sport, mega wichtig, mega gut. Aber verliert nicht das eigentliche Ziel und eure Gesundheit aus den Augen. Verliert euch nicht in dem nächsten Trainings- und Diätplan. Basically, verliert euch nicht selbst. Und das gilt auch für die Mental Health Bubble. Man kann durch Social Media das Gefühl bekommen, man ist noch nicht am Ziel, weil man dann häufig ja auch dargestellt bekommt, wie es vielleicht noch besser sein könnte. Oder man kriegt ja auch voll oft dann die Themen von den anderen mit. Und ja, und du bekommst ja auch, wenn du einmal im Algorithmus bist, nur noch sowas angezeigt. Das ist ja auch schön, dass wir irgendwo alle was Gemeinsames haben. Aber das bedeutet nicht, dass es mein Hauptthema werden muss. Nur weil jemand anderes da gerade am Optimieren ist. Aber das Gefühl kriegt man dann ganz, ganz schnell so. Das sollte auch mein Thema sein und ich sollte mich da am besten auch verbessern. Die Autorin Nina Eierle der Stuttgarter Zeitung sagt, wer nicht regelmäßig an sich arbeitet, gilt heutzutage fast schon als oberflächlich oder unreif. Aber erste Psychologinnen sprechen darüber, dass das ständige Reflektieren und der Drang nach Verbesserung zu viel sein kann. Euch beschäftigt das Thema auch und ein Kommentar unter einem unserer letzten Videos hat es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Über einige Dinge habe ich mir nie Gedanken gemacht, bis ich auf Social Media darauf aufmerksam geworden bin, wenn Leute Lösungen für Probleme gezeigt haben und ich mir dachte, das Problem hatte ich noch gar nicht auf der Liste, muss dazu. Genau das und das war auch ähnlich bei mir, dass halt auch gerade Social Media Leute angefangen haben, teilweise gut, teilweise böswillig, mir irgendwas zu diagnostizieren oder auch ich teilweise von Leuten, die gerade selber in Therapie sind und denen das diagnostiziert worden sind, mir auch zu sagen, du hast es bestimmt auch, weil du bist so und so und irgendwann habe ich mir gedacht, mir geht's gut, ich habe soweit keine Beschwerden und ich möchte gewisse Dinge vielleicht auch gar nicht diagnostiziert bekommen, weil ich mich dann noch verrückter mache, weil ich so jetzt in meinem Alltag mit meinen Menschen klarkomme, mit mir selber auch. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ich frage mich manchmal, wenn man nicht drunter leidet, muss alles diagnostiziert werden, weil es einen vielleicht auch oft einfach verunsichert. Und ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, man diagnostiziert zu viel. Und ich rede jetzt nicht Diagnostizierung von den Therapeuten oder Therapeutinnen, die das fachlich können und beruflich dir so sagen, sondern einfach von dem Gegenüber oder Leute sich einfach selber, ich habe das und das gesehen, ich habe das gelesen und deswegen bin ich jetzt auch so. Wo ich auch denke, ja, ich habe es nicht gelesen und möchte es dann vielleicht auch einfach gerade gar nicht wissen oder ich möchte nicht diese 1000 Diagnosen haben, dass ich das und das und das und das habe.
Ich glaube, das würde mich einfach nur mehr in meinem Sein verunsichern. Ich weiß, ihr wisst, was ich meine, aber ich rede jetzt, wie gesagt, von Internetwissen und nicht professionelles Diagnostizieren. Ich meine, wie ich schon im Narzissten-Video gesagt habe, jeder Ex oder jede Ex-Freundin sind immer narzisstisch. Das sagt man halt dann eigentlich mal schneller, obwohl es nicht diagnostiziert ist, weil halt man mit dem Wort Narzisst was Negatives halt eben verbindet, als etwas Egoistisches. Mir geht es oft sehr ähnlich. Ich sehe zum Beispiel, wie jemand eine krasse Sportroutine hat und denke mir, ja, das muss ich auch so machen. Oder jemand seine Schränke neu sortiert, weil sie vorher so chaotisch waren und die neue Ordnung mehr Ruhe reinbringt. Und ich denke mir, ja, über meinen Gewürzschrank habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Aber ja, der ist so chaotisch, das stresst mich. Dabei habe ich nicht mal einen Gewürzschrank. Und so banal das jetzt auch klingt, natürlich geht es hier auch um Lösungen für Probleme, die einen psychischen Ursprung haben. Hier weiß Social Media natürlich auch, wie man am besten heilt. Und leider wird hier oft ein falsches Bild vermittelt. Ich frage mich auch manchmal, ob wir deswegen vielleicht auch manchmal mit uns selber so unzufrieden sind, weil natürlich auch bestimmt ein Stück weit, weil Social Media uns auch ständig sagt, was wir verbessern müssen, was wir besser machen müssen, aber dann auch diese Ferndiagnosen zu haben, die einen dann noch mehr verunsichern. Ich glaube, auch gerade Jüngere sind dafür noch viel anfälliger. Bei Kerzenschein, total ästhetisch in der Natur, beim Girls Talk mit einer Freundin oder typisch wie in Filmen und Serien auf einem idyllischen Berg einfach den ganzen Schmerz rausschreien. Na los, Jason. Na los, trau dich. Du musst einfach mal loslassen, sonst bist du nie wirklich frei. Dabei findet Heilung oft auch im Stillen statt und ist nicht immer so ästhetisch. Wenn ich jetzt Patienten bei mir in der Therapie sehe, die wirklich heilen, das ist verdammt anstrengend und verdammt schwer, weil es verdammt anstrengend ist, sich die ganze Zeit mit seinen Mängeln und Schwächen und Defiziten auseinanderzusetzen und die ganze Zeit versuchen zu verändern. Und dann tut's auch weh. Heilen macht einen nicht durchgehend glücklich. Man geht da auch durch schwere Erinnerungen, Gefühle und fühlt sich manchmal einfach mieser als vor diesem Gedankengang. Und das sieht dann nicht immer so aus. Also ich mache es auch immer ganz stark davon abhängig, wenn wir jetzt zum Beispiel mehrere Personen unabhängig voneinander mich auf ein Verhalten, das ich habe, anspreche, dann reflektiere ich das und nehme mir die Zeit zu überlegen, warum bin ich da so und wieso und weshalb und versuche es dann zu ändern und schaffe es auch meistens. Aber ich mache das jetzt tatsächlich nicht von einem TikTok oder Social Media oder sonst irgendwas abhängig. Ich glaube, gerade die Leute in eurem Umfeld, sei es Familie, Freunde, Freundinnen, Partner, Partnerinnen, sind eigentlich so auch ein bisschen die Wegweiser, die euch sagen, die merken, wenn mit euch was nicht stimmt, die euch eventuelle Verhaltensweisen darauf ansprechen, wenn es auch mehrere unabhängig voneinander sind. Und das kann man dann auf jeden Fall reflektieren. Sondern eher so. Ja. On my healing journey. Ja, eben, genau das. Und ich sehe nach einer Therapiesitzung so aus. Ja. Therapie hat nicht nur was mit Selbstoptimieren zu tun, sondern wirklich mit Behandlung. Aber das ist in der Therapie auch das Gefährliche, dass man schnell in der Therapie das Gefühl bekommen kann, dass man nur noch aus Defiziten besteht und nur noch Schwächen hat. Und ich muss auch sagen, ich habe das quasi das erste Mal so richtig krass erlebt und es war mit der lieben Lisa Ludwig. Die hat ja damals mein Buch für mich geschrieben und ich habe ja mit der über ein Jahr teilweise 3-4 Mal am Tag mehrere Stunden über mein Leben gesprochen. Und ich muss immer noch mich bei ihr entschuldigen und bedanken, weil sie war so eine starke Schulter für mich, die auch so gute, krasse Fragen gestellt hat. Da habe ich aber auch gemerkt, wie schwer es mir gefallen ist, ehrlich zu sein, das alles niederzuschreiben und mich mit den unfassbar schmerzhaften Momenten und Schwächen nochmal auseinanderzusetzen. Das hat mir teilweise das Herz gebrochen. Und es war so, ich war nach diesen Sitzungen, trotz dass es keine Therapiestunde war, sondern ich habe nur über mein Leben geredet und reflektiert, so anstrengend, schmerzhaft, zermürbend. Aber es hat mir am Ende trotzdem geholfen, weil ich einfach gemerkt habe, über sowas offen sprechen, Fehler einsehen und sie hoffentlich nie wieder zu tun, hat in dem Fall doch sehr gut getan. Aber es war anstrengend, vor allem über diese lange Zeit. Manchmal gab es die Calls und ich dachte schon so, nee, ich pack das nicht, ich will da gerade schon wieder nicht drüber reden. Aber es war sehr gut. Es war sehr gut, es einfach mal alles von sich zu lassen. Und nur noch irgendwie so eine einzige Baustelle ist. Und das
fühle ich so sehr. Ich fühle mich oft auch einfach nur wie eine einzige Baustelle. Ich neige zum Beispiel oft dazu, fast jedes negative Gefühl von mir zu analysieren, um zu verstehen, warum ich mich denn so fühle, welche Wunde aus der Kindheit das ausgelöst haben könnte und was ich jetzt dagegen machen kann, anstatt es einfach mal zu fühlen. Mir fallen dann zig Unsicherheiten bei mir auf und ich suche immer nach der nächsten, um daran zu arbeiten. Und damit ist nicht gemeint, dass man grundsätzlich nicht an sich arbeiten soll. Genauso wie wir nicht sagen, dass man keinen Sport machen soll. Denn es ist wichtig, einen gesunden Blick auf seine Psyche zu haben. Heilen versus Selbstoptimierung. Und da haben wir nämlich den Knackpunkt. Was auf Social Media schnell durcheinander gebracht wird, sind Wörter wie heilen, Selbstoptimierung, therapieren. Alle. Ich glaube, dass oft die Leute, die sich so extrem auf Social Media selbst optimieren wollen, auch gerade so den Körper und den perfekten Körper ansprechen, die sollten erstmal selbst heilen. Weil die wollen ja diese Perfektheit anstreben, die sie in vielen Fällen auch einfach gar nicht glücklich macht. Also ich finde oft diese Selbstoptimierer, die man so findet, nicht alle, aber manche, die so exzessiv sind und sehr auf optisch, was ja auch jeder für sich machen kann, das vollkommen okay ist, wo ich oft denke, wie wir schon gesprochen haben, gerade in der Fitnessindustrie, wo sehr viele Leute Fitnesstipps und Ernährungstipps geben, die eigentlich selber eine massive Essstörung hatten oder vielleicht sogar wieder haben und es nicht kommunizieren, die sollten erstmal selbst heilen und nicht Leuten Tipps zur Optimierung geben. Und das finde ich ganz, ganz schwierig. Alles mag vielleicht ein ähnliches Ziel haben, hat aber in seinem Ursprung eine ganz andere Bedeutung. Therapieren und heilen sind nämlich Dinge, die man macht, wenn man psychisch erkrankt ist. Also Menschen, die zum Beispiel in der Küche stehen und da ist alles dreckig und die schaffen es seit Tagen nicht aufzuräumen oder sauber zu machen, weil sie depressiv sind. Oder wenn sie irgendwie jedes Mal in die U-Bahn einsteigen, eine Panikattacke kriegen. Da würde ich eher den Begriff heilen benutzen, weil die dann wirklich eine Behandlung brauchen. Oder beispielsweise bei schweren Schicksalsschlägen oder Übergriffen. Dann, wenn Trauma entstanden sind. Wenn Menschen das Erlebte nicht bewältigen können und ihre Psyche, aber auch ihr Körper mit Gefühlen wie Hilflosigkeit und Lebensbedrohung reagieren. Die Seele hat eine Wunde erlitten. Daraufhin kann eine posttraumatische Belastungsstörung entstehen. Betroffene haben auch ein erhöhtes Risiko für Depressionen, Angst und Suchterkrankungen oder psychosomatische Erkrankungen. Wenn jemand ein Trauma erfahren hat, dann hilft es oft, wenn man darüber in einer Therapie spricht und lernt, das Trauma zu akzeptieren. Dafür braucht es Zeit und auch ein gutes soziales Umfeld kann helfen. Gefühle verdrängen oder betäuben, zum Beispiel mit Drogen oder Alkohol, Surprise, ist kein guter Weg. Aktiv werden und oder im Zweifel professionelle Hilfe anzunehmen, ist definitiv die bessere Alternative. Bei Selbstoptimierung hingegen geht es um lebenslange Prozesse. Hey, ich habe Konflikte in meiner Beziehung oder ich prokrastiniere oder ich bin belastet, weil ich irgendwie meine Steuererklärung machen muss und ich kann mich nicht aufraffen. All das würde ich eher unter Selbstoptimierung einstufen. Genau, und durch Social Media ist es halt oft so, dass man denkt, boah, jetzt kriege ich gerade was nicht hin. Und wie sie gerade gesagt hat, wenn man depressiv ist, schafft man sich die Küche aufzuräumen. Oh, ich schaffe es auch nicht, meine Steuern zu machen, habe ich vielleicht Depressionen. Und das ist halt dann, glaube ich, das Problem, dass man sich selbst dann zu schnell diagnostiziert, obwohl es vielleicht eher irgendwas mit Management, also sich selbst managen, sich selbst managen, sich besser strukturieren zu tun hat. Ihr könnt mir auch gerne mal sagen, wie es ist, momentan Therapieplätze zu suchen. Ich glaube, das ist ja auch alles nicht einfach, dauert extrem lang, gibt Wartelisten von einem halben bis Jahr. Wie ist es bei euch? Habt ihr da Tipps füreinander, untereinander? Auch gerade, wenn man sehr dringend jemanden braucht, habt ihr da Ideen? Schreibt das auch gerne in die Kommentare. Das wäre sehr wichtig. Sagen, hey, man kann es machen, aber auch ohne diese Optimierung läuft das Leben irgendwie. Wie gesagt, reflektieren ist super wichtig, sich weiterentwickeln, kein Stillstand, Erfahrungen aufarbeiten, um heute bewusster handeln zu können. Nur, wenn man dann aus dem Reflektieren nicht rauskommt, kann es passieren, dass man sich selbst im Weg steht. Wenn man das dann nicht schafft, sich so selbst zu optimieren, wie man wollte, dann ist man wieder unglücklich mit sich und ist wieder böse auf sich und geht wieder nicht gut mit sich um und regt sich wieder auf und denkt, oh, ich bin nicht gut genug, ich schaffe es nicht mal. Und da einfach so ein bisschen den Stress rauszunehmen, zu sagen, jeder räumt mal sein Zimmer nicht auf. Ich habe auch immer so meinen Schmerzgrad, wo ich sage, da wird dann einfach mal alles auf den Boden geschmissen und dann habe ich irgendwann so meine Schwelle erreicht, wo ich sage, okay, entweder ich bekomme jetzt Besuch und muss alles aufräumen oder ich muss für mich selber sagen, jetzt ertrage ich es nicht mehr. Aber ich bin jetzt auch nicht die super ordentlichste, muss ich ehrlich gestehen. Und das war auch ein Punkt, den ich mir immer vorgeschoben habe und mir immer ein schlechtes Gewissen gemacht habe. Oh Gott, ich bin so unordentlich und ich bin dies und das und bestimmt liegt es daran und vielleicht ist es eine depressive Phase. Ich war einfach nur faul. Ich bin einfach nicht so ordentlich. Punkt. Man sozusagen gefangen ist in seiner eigenen Selbstoptimierung. Kann man zählt übrigens nur für mich, ne? Dass jetzt andere vielleicht nicht aufräumen, weil sie Depression haben, kann definitiv sein. Das war nur eine
eine Einsicht, die ich dann quasi auch einfach selber hatte, wo ich mir auch gedacht habe, ich musste einfach den Druck rausnehmen. Reflektiert sein. Haben wir uns traurig reflektiert. Ich reflektiere mein Verhalten, meine Beziehungen, meine Kindheit, mein Umfeld. Ich versuche, alle Zusammenhänge zu verstehen, um glücklich zu sein oder um eine bessere Version von mir selbst zu werden, um die Beziehung zu mir selbst aufzubauen, die man ja braucht, um glücklich zu sein. Ich glaube, man kann sich beim Versuch, sich zu finden, noch mehr verlieren. Ich arbeite an mir, aber wer sagt Stopp? Und wenn man sich, seine Gefühle und Verhaltensweisen ständig analysiert, könnte da auch ein unbewusster Abwehrmechanismus hinterstecken. Der nennt sich auch Intellektualisierung. Also statt Gefühle zu fühlen, nimmt man sie logisch und pragmatisch auseinander. Man denkt also von sich, dass man gerade super selbstreflektiert ist, aber eigentlich hat man damit eine Strategie gefunden, unangenehme Gefühle zu vermeiden. Und auch dieser Gedanke, wann endet Selbstoptimierung? Kann man überhaupt Antworten auf alle Fragen finden? Und macht das nicht krass unglücklich, wenn man keine Antwort findet, aber verzweifelt sucht, obwohl es faktisch keine Antwort gibt, aber die Frage einen beschäftigt? Boah, mir hat mal jemand auch ein Floh ins Ohr gesetzt. Das war für mich auch ganz, ganz schlimm. Ich habe so ein bisschen, das hört sich jetzt voll doof für euch an, aber ich spreche es jetzt einfach mal offen an. Ich habe manchmal sehr schlechte Erfahrungen mit Männern in vielen Situationen gemacht und hatte eine unfassbare Urangst. Und ich hatte mit 10 Jahren so Panik und keiner konnte sich's erklären, vor meinem Lehrer oder vor anderen Männern, dass ich mit denen irgendwie eingesperrt werde und nicht mehr raus kann. Und es war in meinem 10. Lebensjahr und ich war deswegen auch in Therapie. Ich habe dann an meinem 11. Geburtstag meine Periode bekommen und die Therapeutin meinte nach 10 Minuten, die ist nur frühpubertär. Das hat mich aber immer irgendwie begleitet, diese Angst so. Und dann hatte ich halt noch schlechte Erfahrungen, sei es in Bahn, U-Bahn, mein Lehrer damals, meine Vorgesetzten, meine Chefs. Einfach immer sehr ekelhaft gewesen und sexuell und belästigt. Oder dieser Vorfall vor 1,5 Jahren, der war für mich der absolute, der hat den Vogel abgeschossen. Und da hat mir dann auch jemand gesagt, ja, vielleicht wurdest du ja mal missbraucht und hast verdrängt. Und das war auch was, wo ich mir gedacht habe, muss das jetzt sein? Weil mich das so, da habe ich auch angefangen zu überlegen, wer könnte es sein? Und ah ja, da war einer, da wurde das Kind auch missbraucht, da hat er mir was angetan. Und das war auch so was, wo ich mir gedacht habe, wenn es so gewesen ist, will ich es vielleicht erstmal gar nicht wissen und ich glaube nicht, dass es so gewesen ist. Ne? Also ich weiß, dass ich damals mit 6 Jahren in einem Hallenbad von einem alten Opa, meine Schwester, wurden wir unsittlich berührt und begrapscht und wir haben das aber zum Glück, meine Schwester hat es rechtzeitig geschnallt und uns weggezogen, wir haben den gemeldet, der durfte nicht mehr ins Bad. Keine Ahnung, ob es daran liegt, I don't know, aber ich glaube nicht, dass was passiert und wenn, will mein Gehirn das vielleicht auch gerade nicht wissen. Aber ich glaube, mir geht's gut, ich glaube, es ist nichts passiert, aber allein diesen Floh mir ins Ohr zu setzen, hat mich schon echt lang beschäftigt und hat auch irgendwie sehr viel in mir gemacht und habe ich auch gesucht und gestöbert und vielleicht ist das die Antwort für alles, auch damals für meine Essstörung, bestimmt liegt alles daran, dachte ich mir so, ne, es hat alles einfach andere Gründe und es hat mich so irre gemacht über 1 Jahr lang, dass ich gesagt habe, ich lege das jetzt ab und denke da jetzt einfach nicht mehr drüber nach. Könnt mir auch mal gerne die Kommentare schreiben, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, wie ihr damit umgeht, ohne jetzt irgendwen zu diagnostizieren oder Co., aber das war einfach uncool, finde ich, das so plump von dieser Person auszudrücken und zu behaupten und zu sagen, das ist so, du weißt es nur nicht. Also waren wir glücklicher, als wir noch nicht so viel hinterfragt haben? Bestimmt kann man sich traurig reflektieren, weil dann der Fokus nur auf die Defiziten ist und man gar nicht mehr so seine guten Seiten sehen kann. An mir muss man irgendwie gefühlt alles verbessern. Was dann vor allem zu Frustration führen kann, ist, wenn man sich die Ziele zu ungenau formuliert. Also, ich bin unglücklich, ich wäre lieber glücklicher. Das ist kein konkretes Ziel. Und ich muss ja nochmal einen Zusatz machen. Ich habe nicht Angst vor Männern, die ich kennenlerne oder mit denen ich spreche, sondern eher vor Männern, die ich nicht kenne, auf der Straße, wo man dran vorbeiläuft. Wenn du merkst, dich schaut jemand an, macht mir das Angst. Wenn man irgendwie unterwegs ist allein so oder Männergruppen, das macht mir Angst. Nicht die, wenn ich jetzt irgendwo auf einem Event bin oder ich männliche Leute um mich rum habe, gar kein Problem, ne? Sobald ich mit denen quatsch, easy, aber eher so dieses unbekannte Phänomen mit, ich gehe auf die Straße, ich bin allein in der Bahn, ich bin allein mit jemandem im Abteil und sitze in einem Vierer und da kommt einer her oder du merkst, du wirst beobachtet, das sind die Dinge, die mich nervös machen. Viel konkreter wäre, aber ich glaube, das kennt echt fast jede Frau und bestimmt auch viele Männer, die auch schon schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Überfällen und sonstigem zu schauen, was macht mich unglücklich und wie kann ich das verändern? Denn so ganz oberflächliche Ziele können einen unglaublich unzufrieden machen und einem das Gefühl geben, nie anzukommen, nie fertig zu sein. Und was auch schnell passieren kann, wenn man immer auf der Suche nach dem nächsten Problem bei sich ist, man vergisst im Moment zu leben.
Das vergessen ganz, ganz viele. Ich bin immer jemand, also in allem, also auch zum Beispiel jetzt gerade Thema Beziehung, man lernt jemanden kennen, so das muss er jetzt sein, das ist jetzt das und so. Nein, einfach im Jetzt leben oder irgendwie, ich muss das und das jetzt in den nächsten Jahren haben. Nein, ich lebe jetzt im Moment, ich genieße es jetzt alles, was ich habe. Klar, Plan muss man immer irgendwie haben, aber einfach das jetzt zu genießen und zu gucken, schauen wir mal, was wird aus allen Situationen, die man so im Leben hat. Und das ist so gut. It's been a long day! Zumindest geht es mir so. Wie geht es eigentlich euch damit? Habt ihr auch das Gefühl, dass ihr euch manchmal traurig reflektiert? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Zum Glück nicht mehr. Das habe ich das eine Mal gemacht und es war anstrengend. Zwischen Selbstreflexion und Selbstzweifeln ist oft ein schmaler Grat. Warum reagiere ich so? Wieso passiert mir das ständig? Bin ich der Fehler? Man kann sich verrückt damit machen, sich ständig und permanent zu hinterfragen. Psychologische Forschungen zeigen sogar, dass Menschen, die ständig darauf schauen, ob sie wirklich glücklich und zufrieden sind, eher das Gegenteil damit bewirken. Ja, das glaube ich auch. Also ich muss sagen, wenn es zum Beispiel mal einen Tag gibt, wo ich einfach nicht happy bin und es mir nicht gut geht, dann nehme ich den voll all in, sage, da gehe ich jetzt voll durch. Ich lasse jetzt alle Gefühle zu, die ich gerade habe und dann wird der nächste Tag schon besser. Spreche mit Leuten, gucke, dass ich mich mal um mich kümmere. Und dann ist auch wieder okay. Nicht jeder Tag kann gut sein und es gibt immer Tage, die schlecht sind. Denn im Vergleich zu Leuten, die weniger reflektieren, fällt es denen, die eben krass jedes Gefühl analysieren, stärker auf, wenn es ihnen schlecht geht. Und die haben auch ein höheres Risiko, sich dann in negative Gefühle krasser reinzusteigern. Aber problematisch ist halt, wenn du dich gar nicht reflektierst. Ich glaube, die Menschen sind auch sehr anstrengend. Durch das ständige Hinterfragen und Grübeln kommt man gar nicht mehr ins Machen. Selbstreflexion kann, wenn wir nicht aufpassen, in eine Entscheidungs- und Handlungsunfähigkeit übergehen. Oh ja, Grübler kenne ich auch. Und wenn du so viel grübelst, dass du am Ende mit allem, was du hast, unglücklich bist, alles irgendwie nicht siehst mehr, was du hast und erst wenn es weg ist, denkst du dir, oh shit. Was habe ich getan, anstatt einfach mal im Jetzt zu leben und das alles zu genießen? Dafür gibt es keinen offiziellen psychologischen Begriff. Aber in einer Zeit, wo es ja für gefühlt alles ein neues englisches Wort gibt, haben wir uns im Team jetzt auch mal was überlegt. Bin ich gespannt aufs Wort. Ich habe zum Beispiel damals auch, ich hätte eigentlich viel eher mit YouTube angefangen, habe aber immer gegrübelt. Ich war früher eine krasse Grüblerin und habe dann 2015 gedacht, ich mach's jetzt einfach, egal ob Leute über mich reden, sich über mich lustig machen, das ist mir egal, ich mach das jetzt. Und es war gut, einfach machen. Manchmal sollte man nicht so viel nachdenken, einfach machen. Aus Fehlern lernt man, man lernt sich besser kennen, man weiß auch besser, mag ich das nicht. Und am Ende passiert eh nichts Schlimmes. Und ich habe halt, natürlich haben Leute in meiner Uni und meinem Studium über mich gelacht und fanden das irgendwie ein bisschen lächerlich, aber egal, ich habe es trotzdem durchgezogen und es war eine sehr gute Entscheidung, da einfach nicht so viel nachzudenken. Ich verstehe natürlich, dass man über gewisse Dinge nachgrübeln muss, gerade wenn es krasse Entscheidungen sind, aber einfach so, wenn es darum geht, Dinge anzufangen, sich zu trauen, will man es immer so überperfekt zu machen. Ich sage immer, einfach anfangen. Einfach anfangen. Ihr improvet euch sowieso über die nächsten Monate und Jahre. Nämlich Overhealing. Ich finde, das beschreibt es doch eigentlich ganz gut, oder? Ja, sehr gut. Overhealing. Selbstreflexion und Heilung. Da gibt es natürlich keinen Beipackzettel, der dir sagt, nach 3 Wochen bitte das Prozedere absetzen, dann sind sie fertig. Es geht eher darum, das richtige Ausmaß für einen selbst zu finden. Man kennt's. Wenn man zum Beispiel was richtig Gutes isst, dann fühlt es sich erstmal ziemlich nice an. Aber wenn man sich dann irgendwann überfressen hat, dann ist einem schlecht. Und das Gute ist zu etwas Negativem gekippt. Seine Grenzen nicht kennen. Etwas, was wir vor allem auch bei Burnout-PatientInnen sehen. Hier gehen Menschen regelmäßig über ihre Grenzen, ohne diese überhaupt bewusst wahrzunehmen oder sie sogar bewusst zu ignorieren. Zu viel Arbeit, zu viel Sport, zu viele Pflichten und zack, kann es für einen plötzlich ziemlich dunkel sein. Nur ist es bei Selbstreflexion so, dass gern mal das Gefühl entstehen kann, es gibt kein zu viel. Selbstreflexion und Heilung ist immer und unter allen Umständen angebracht. Toxic Healing gibt es bestimmt. Also toxic bedeutet ja eigentlich nur etwas, was eigentlich normal sein könnte oder in Balance sein könnte, ist jetzt in Disbalance und ist nicht mehr gut oder schadet einen sogar. Warum möchte ich mich selbst optimieren? Warum möchte ich mich verändern? Ist es, weil es mich wirklich weiterbringt? Ich finde, hinter diesem Selbstoptimierungswahn, wenn ich den so nennen darf, steckt auch manchmal einfach so dieser Drang oder dieser Zwang nach Perfektionismus. Und diesen Drang nach Perfektionismus haben wir nicht nur bei uns selbst, den können wir auch bei anderen haben. Beispielsweise, wenn man beim Daten von der anderen Person erwartet, dass sie perfekt sein muss. Sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt hat, geheilt ist und bloß keine Triggerpunkte mit in die Beziehung bringt. Selbstperfektionismus ist immer schlecht,
man wird nie perfekt sein, man sollte nie perfekt sein. Und ich glaube, der Wunsch nach Selbstperfektionismus macht, oder dass man selbst perfekt ist, macht einen am Ende nur unglücklich, weil es wird man nicht erreichen und das ist auch okay. Es wird immer Menschen geben in deinem Leben, die etwas haben, was dich vielleicht nervt, was dich stört. Niemand ist perfekt, man selber auch nicht. Und ich finde auch gerade beim Thema Dating und Partner und Partnerin viel zu einen hohen Standard zu haben und dass man so eine Box hat, die man abtickt und wenn das Gegenüber die nicht erfüllt, ist alles problematisch, finde ich sehr schwierig. Und ich glaube, dann bleibt man auf Dauer einfach, wie es auch bei vielen mitbekommen, alleine oder unglücklich, weil man einfach die Ansprüche, die man an sich selbst hat, an jemand anderen überträgt. Und das hat auch meine Mutter gesagt, niemand ist perfekt, jeder hat seine Macken, auch ich, auch ihr, jeder. Und das ist auch vollkommen okay. Am Ende muss man natürlich wissen, ob man mit den Macken klarkommt oder ob man so seine Boundaries für eine Beziehung gesetzt hat oder eben auch seine Punkte, die wichtig sind, die man in einer Beziehung oder für einen Partner oder Partnerin hat, auch wirklich abtickt. Aber wie gesagt, dann deswegen finde ich auch Dating-Apps manchmal ein bisschen schwierig, weil du hast halt deine Box, die getickt werden muss. Und ich finde es okay, wenn wir hierüber sprechen, möchte jemand Kinder oder keine, weil das finde ich ist ein wichtiges Thema. Aber dann über andere Dinge, diese Box, die getickt werden muss, wird immer länger. Und immer unrealistischer und teilweise auch immer unfairer. Und ich glaube, man verbaut sich damit auch sehr viel tolle Menschen kennenzulernen, weil in Menschen viel mehr steckt als eine Box, die ich ticke. Und man dadurch Leuten die Möglichkeit nimmt, dass sie dir das zeigen können. Da bin ich auch mal gespannt, was ihr da dazu sagt. Aber so empfinde ich das in letzter Zeit, dass ich glaube, manche haben einfach einen zu hohen Anspruch an andere Menschen, weil sie den immer schon an sich hatten. Und damit kann man sich schon manchmal echt einiges kaputt machen. Ansprüche haben ist okay. Aber man muss es im Rahmen halten. Niemand ist perfekt. Was dann oft übersehen wird, um glücklich zu sein, ist es nicht für jeden der beste Weg, immer und überall in die tiefsten Wunden und dunkelsten Ecken der Psyche abzutauchen und die aufzuarbeiten und zu heilen. Loslassen und neu anfangen. Wir kennen ja alle diesen grandiosen Tipp aus Disney-Filmen, dass man einfach loslassen soll, wenn einen etwas belastet. Let it go! Let it go! Ich denke mir dann immer, ja, danke dafür. Aber wie? Denn loslassen ist gar nicht so einfach. Unser Gehirn hält gerne mehr an negativen Gedanken und Erfahrungen fest, statt sich auf das Positive zu fokussieren. Kennt ihr bestimmt auch, dass beispielsweise ein verletzender Kommentar krasser hängen bleibt und einen länger beschäftigt als ein Kompliment? Das oh ja. Phänomen nennt sich auch Negativitätsbias. Aber ich glaube, den braucht man wahrscheinlich, weil man lernt ja meistens aus den negativen Dingen besser als aus den positiven. Ich muss auch noch sagen, Thema Eifersucht merke ich es immer wieder, ne? Dadurch, dass ich so hardcore verarscht worden bin in den Beziehungen und betrogen worden bin. Ich schleppe es immer noch so ein bisschen mit mir rum, dass diese komischen Gedanken kommen, weil ich wurde auf so absurde Art und Weise betrogen, man glaubt es nicht, dass ich teilweise echt gerade mit irgendwie jemand kennenlernt und so und das sind, da weiß man, dann ist dann auch irgendwie Frauen mit dabei, dass man einfach so ein komisches Gefühl hat und denkt so, theoretisch könnte die Person jetzt das und das machen, wie damals. Also da erwische ich mich immer noch und ich glaube, das ist einfach etwas, was man vielleicht nie ganz los wird, aber erst wenn man die Person besser kennen wird, es nachlässt, aber gerade wenn man frisch Leute kennenlernen, ist es schon noch präsent. Ganz früher war das überlebenswichtig. Genau. Denn man musste sich negative Dinge merken. Welche Früchte sind giftig? Oder wo sind Raubtiere unterwegs? Das ist also evolutionär bedingt. Was aber nicht heißt, dass man heutzutage nicht lernen kann, damit umzugehen. Dabei bedeutet Loslassen nicht, dass man seine Emotionen unterdrücken soll oder zur Seite schiebt. Die Vergangenheit kann in der Vergangenheit bleiben, wenn ich keine neuen Erkenntnisse mehr daraus gewinnen kann. Und die Vergangenheit kann auch in der Vergangenheit bleiben, wenn es mich emotional nicht mehr so bewegt oder ich emotional gar nicht mehr so viel spüre. Und das kann auch ein gutes Zeichen sein, ne? Also wenn man zum Beispiel über vergangene Situationen nachdenkt und früher hat man irgendwie ganz viel Scham gespürt oder Traurigkeit gespürt oder man hatte irgendwie so ein Kloß oder so eine Schwere im Brustbereich. Und wenn man jetzt über die gleichen Situationen nachdenkt oder darüber redet, dann spürt man nicht mehr das gleiche Gefühl oder es ist nicht mehr so das belastende Gefühl. Oft hört oder liest man, dass Aufarbeitung zur inneren Heilung beiträgt und man gefühlt nichts verdrängen sollte. Das Wort Verdrängung hat auch einen total negativen Beigeschmack. Doch der Körper verdrängt bestimmt nicht just for fun, oder? Tatsächlich gibt es eine Studie der Universität Cambridge, die Hinweise darauf gibt. Möglicherweise kann es sogar vorteilhaft sein, angstmachende Gedanken zu verdrängen. Ich finde es richtig krass, was das Gehirn teilweise mit uns macht, dass man auch gerade gewisse Dinge einfach verdrängt, weil der Körper oder das Gehirn genau weiß, was es in einem auslöst.
dass man traumatische Erlebnisse dann so verdrängt, dass manche einfach erst mit 50, 60 Jahren sich an gewisse Dinge erinnern, weil Bilder wieder hochkommen. Ich finde es so krass, sagen die Autoren der Studie. Allerdings brauche es noch weitere Untersuchungen, um das zu bestätigen. Denn die Studie war mit 120 ProbandInnen ziemlich klein. Und ganz ehrlich, ab und zu bin ich auch ganz froh, dass ich mich nicht an jedes einzelne Detail erinnern kann, das mich psychisch belasten könnte. Ja, ich glaube, jeder hat so seine Dinge in der Vergangenheit erlebt, wo man einfach nicht gern drüber nachdenkt, seien Situationen, sei es in der Schule, sei es Mobbing oder ganz andere schlimme Erlebnisse. Ich fühle mich in gewisse Dinge einfach nicht gerne rein, weil dann ist die Angst sofort so präsent und ich verstehe voll, was Leute immer meinten mit: Ich weiß, man darf dieses Wort, das triggert mich, nicht zu oft verwenden, weil es wird zu oft falsch verwendet, aber dass man sagt, es gibt gewisse Düfte, Klänge, Situationen, seien es auch irgendwie Ambiente, Lichtverhältnisse, die dich an gewisse Situationen erinnern, wo du so richtig zurückgeworfen wirst und so auf einmal ist diese Panik wieder da. Ich finde das so crazy. In der Psychologie spricht man vor allem von Akzeptanz, Vergebung und dem Fokus auf die Gegenwart, wenn man über das Loslassen spricht. Ich glaube, Vergebung macht auch ganz viel aus, gerade wenn es mit Menschen ist. Und auch das hat mir meine Freundin gesagt, die was ganz Schlimmes erlebt hat. Die hat gesagt, sie hat nicht das der Person gesagt, dass sie ihr vergeben hat, sondern sie hat es nur sich gesagt, ich vergebe dir, ohne es auszusprechen. Und das hat ihr auch schon sehr geholfen. Aber ich glaube, dass man dann schon auch nochmal in manchen Fällen besser loslassen kann. Aber ich glaube, es gibt auch Dinge, die kann man nicht vergeben. Aber am Ende muss auch das jeder für sich selber entscheiden. Wenn es einem am Ende gut tut und einem hilft, dann ist das auf jeden Fall die Priorität. Man soll offen sein und seine Fehler und oder Traumata akzeptieren und beginnen, sich auf andere Perspektiven oder Verhaltensweisen einzulassen. Wir schauen hier gezielt auf Traumata, Glaubens- und Verhaltensmuster oder schlechte Erfahrungen, die ganz tief verankert sind. Die Dinge, die uns immer wieder im Alltag im Weg stehen. Für viele ist Loslassen direkt verknüpft mit Aufgeben oder Scheitern. Wer loslässt, hat versagt. Das macht natürlich auch was mit dem Selbstwertgefühl. Nur wenn ich sozusagen die beste Version von mir selbst bin, nur dann bleiben die Menschen in meinem Leben und mich verlässt niemand. Also in dem Zusammenhang könnte man da schon von Verlustängsten sprechen. Wenn man das Gefühl hat, nur wenn ich die beste Version von mir selbst bin, dann können Menschen mit mir in Beziehung treten. Solche Gedankenmuster können sich schon in der Kindheit festsetzen, wenn man zum Beispiel von seinen Eltern ständig das Gefühl bekommen hat, dass man sich verbessern muss und nicht gut genug ist. So Sätze wie: Aha, du hast eine 2 in Mathe. Und Leo? Der hat eine 1, war ja wohl möglich, dass du das auch bekommst. Sowas kann sich bis ins Erwachsenenalter festsetzen mit dem Gefühl von: Ich bin okay, aber es geht immer noch ein Stück besser. Natürlich verleitet es dann einen eher, diesen Selbstoptimierungswahn, nenne ich jetzt mal, oder diesen Heilungswahn zu verfallen, als wenn man irgendwie die Erfahrung gemacht hat, man ist gut so, wie man ist, auch mit seinen Mängeln und seinen Schwächen. Den Ursprung aller Probleme aber immer beim inneren Kind zu suchen, sieht Psychologin Gitta Jakob als schwierig an. In einem Interview über ihr Buch sagt sie: In einer seriösen Psychotherapie, in der mit dem inneren Kind gearbeitet wird, hat das in der Regel das Ziel, sehr negative Gefühle zu reduzieren und es soll erwachsenes, gesundes Verhalten fördern. Aber in der Form, wie wir es in der Gesellschaft gerade beobachten, erlaubt dieses ganze innere Kind-Ding uns quasi, unreif zu sein. Erwachsensein bedeutet aber auch, mal zurückstecken zu müssen, Kompromisse zu machen und mit negativen Gefühlen zurechtzukommen. Es ist wichtig, psychische Krankheiten zu enttabuisieren und diese richtig zu behandeln. Wer noch nie eine Therapie gemacht hat, für den ist das bei schweren Symptomen auf jeden Fall richtig. Aber in der Regel braucht es keine unendlichen langen Therapien. Ihrer Erfahrung nach kann man nicht alles aufarbeiten und soll das innere Kind auch mal in Ruhe lassen. Auch Professor Dr. Wolfgang Lutz meint, dass man aufpassen muss, sich nicht in der Vergangenheit zu verlieren, sondern zu schauen, ob man das Problem im Hier und Jetzt lösen kann. Wenn ihr übrigens mehr über das innere Kind erfahren möchtet, dann klickt euch gerne mal hier rein. Wir haben dazu auch ein ganzes Video gemacht. Ja, das ist ja interessant. Ja, ich glaube tatsächlich, dass man gerade in der Kindheit, deswegen habe ich so Respekt davor, einzelne Sätze können so tief einfach sitzen. Und es reicht oft 1, 2 Sätze. Und dann stellt euch mal vor, wenn irgendjemand die Hand euch erhebt oder geschlagen wird oder Schlimmeres, was das mit dem Kind ausmacht, dem Verhalten. Es gibt so ein paar Erinnerungen, glaube ich, bei uns allen im Kopf oder auch bei mir, wo ich sage, die sind immer noch so präsent, weil ich das so schlimm fand als Kind. Wenn ich heute drauf schaue, weiß ich, das war gar nicht böse gemeint, aber es hat mich trotzdem so beeinflusst in dem Moment und hat mich wahrscheinlich in gewissen Dingen dann dahin gebracht, was dann später erst rauskam. Das ist echt crazy. Also auch an alle Eltern, Mütter und Väter da draußen, wie geht ihr damit um? Habt ihr irgendwelche Bücher, die ihr empfehlen könnt, die da sehr helfen? Oder wie macht ihr das? Weil manchmal habe ich das Gefühl, man will ja nur das Beste für seine Kinder und ja,
jedes Kind reagiert ja auch auf alles anders. Das ist ja auch noch das Nächste, ne? Jeder Charakter ist anders. Andere stecken es leichter weg, andere sind sehr sensibel. Glücklich verarbeiten. Sich und seine Vergangenheit zu akzeptieren, mag für den einen oder anderen mega schwer klingen. Aber vielleicht seid ihr heute schon so viel weiter, als ihr denkt. Und braucht gar nicht noch mehr Zeit, um zu heilen und zu reflektieren, weil ihr eigentlich die Lösungen schon kennt. Man muss es sich nur manchmal viel mehr vor Augen halten. Denn wenn man sich einfach ganz lange im Spiegel selbst in die Augen schaut, sieht man, welche innere Schönheit und Reife und Stärke man hat. Und wie wichtig es ist, sich selbst nicht auf der Reise zu sich selbst zu verlieren. Seid nicht so. Es ist schön, eine romantische Phase zu haben, aber dosiert die. Okay, jetzt aber mal Spaß beiseite. Jeder von uns braucht zum Verarbeiten unterschiedlich lang. Wir starten nicht alle gleich. Das ist kein Rennen, wo wir an der gleichen, sozusagen an der Startlinie stehen und dann jeder läuft dann los, sondern der eine hat einen Riesenvorsprung. Der eine startet irgendwie 10 Kilometer hinten. Und das ist das Leben. Das Leben ist total ungerecht und deswegen haben wir auch verschiedene Startpositionen im Leben. Und der eine braucht dann länger und der andere weniger lang. Für mich ein absolut wichtiger Reminder, weil ich mich oft noch selbst verurteile, wenn ich merke, dass in bestimmten Situationen emotionale Wunden hochkommen und ich nicht schon total geheilt und selbstbewusst reagiere. Genau, das gilt für alles im Leben. Sei es irgendwie, habt ihr länger für einen Schulabschluss gebraucht? Habt ihr länger für eine Ausbildung gebraucht? Länger fürs Studium? Länger euch Zeit gelassen, eine Beziehung zu haben? Hattet ihr früh eine? Habt ihr jetzt Kinder? Habt ihr später Kinder? Habt ihr noch keine? Habt ihr irgendwie in einem Alter, wo ihr euch alles anders vorgestellt habt, einen Rückschlag? Das ist halt so. Jedes Leben ist anders. Und da kotzt es mich teilweise immer noch so an, dass man sich gegenseitig in der Gesellschaft teilweise so einen ekligen Druck macht und es bei Leuten immer noch so drin ist. Bestes Beispiel, ich habe auch einen YouTube-Shorts-Kanal, wo ich halt ab und zu in meinen Streams so Ausschnitte hochlade. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin halt immer so ein bisschen quirlig und prappel dann vor mich hin. Und wie viele Leute da einen drunter schreiben, so, man ist jetzt schon als Frau zu alt und Ablaufdatum und bla bla bla. Also einfach nur Schwachsinn und auch Männer, die sich irgendwie untereinander Druck machen, mit 40 musst du das und das erreicht haben und mit 35 das und das. Wo ich mir denke, es ist so dumm und so übergriffig, in das Leben von anderen Menschen so reinzukrätschen, so dumm zu kommentieren. Auch wieder die Frage mit, ja, wenn man Kinder will. Niemand weiß, ob irgendwer Kinder will. Man hat es nicht so, weder beim Mann, weder bei einer Frau zu kommentieren, ob irgendjemand irgendwie für was zu spät und zu alt und Kinder kriegen und bla bla bla. Manche wollen gar keine Kinder. Punkt. Ich habe es offen kommuniziert. Ich habe auch meine Eizellen einfrieren lassen, dass ich eventuell mir vorstellen kann, Kinder zu bekommen, ne? You never know. Aber habe das dann für mich so verarbeitet. Aber andere wollen gar keine Kinder. Andere können auch gar keine Kinder bekommen. Und es ist dann so unsensibel, das immer zu kommentieren. Und so dieses Dummgelaber einfach. Ich finde es super anstrengend, super nervig. Und ich glaube, euch muss ich es nicht sagen. Ich weiß, dass ihr da nicht so seid. Aber das sehe ich auch einfach immer. Und das wollte ich euch auch nochmal an der Stelle sagen, was für eine wholesome Community ich hier habe. Weil gerade diese YouTube-Short-Kanäle kommentieren Leute, die nicht zu meiner Community gehören. Und da merke ich auch immer wieder, dass ich immer wieder vergesse, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man so toll mit Leuten sprechen und kommunizieren kann wie mit euch. Weil ich immer wieder denke, hey, cool, ist ja alles easy. Aber dann schaue ich in andere Richtungen, andere Bubbles, andere Communities und merke immer wieder, oh Gott, wir haben noch so viel Arbeit vor uns. Das ist auch das, was Beispiel mit Aljoscha mir gesagt hat zu vielen anderen Themen. Und ja, deswegen vielen Dank auch an euch, dass ihr einfach so toll seid und das mit euch alles so toll machen kann und toll diskutieren kann. Stich Verständnis und Mitgefühl für sich und seine Emotionen zu haben. Also, lass dir nicht einreden, wie du zu heilen hast, wann du zu heilen hast, was du zu verarbeiten hast. Und ja, vielleicht habe ich zu viele Disney-Filme geschaut, aber da ist schon was dran, dass halt jeder seinen eigenen Weg hat. Sehr gutes Video und auch sehr wichtig. Ich glaube, Selbstreflexion kann niemand schaden, aber ich glaube, zu viel ist nicht gesund. Bin sehr gespannt über eure Meinung zu diesem sehr, sehr wichtigen Thema, über generell auch die Sachen, die ich angesprochen habe und wollte euch nochmal Danke sagen dafür, dass ihr so seid, wie ihr seid. Mit Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen, über ein Abo auch. Das Originalvideo ist unten in der Beschreibung. Und falls ihr weitere Empfehlungen habt, worauf ihr reagieren sollen, was ich gerne mal recherchieren soll, schreibt das gerne in die E-Mail, würde mich sehr freuen.